Willkommen zurück bei Z-Lines Mission 18. Jawohl. So, es geht weiter. Wir sind gerade dabei, unser Lager zu sichern gegen die Feinde. Hier fangen sie an, sich gegenseitig zu schnetzeln. Finde ich mal voll geil. Ja, die sollen sich ruhig auf die Köpfe rumhauen. Habe ich schon eine Ruhe. Die wollen wahrscheinlich auch ans Gold irgendwie kommen. Aber das ist ja hier oben. Oh Mann, seid ihr doof. Gut, das wissen die ja nicht. Obwohl, ha, KI weiß alles. Was haben wir da noch für eine Meldung? Gebäude besetzt. Also wir haben hier ein bisschen was abgesichert. Ich hoffe, dass sie hier nicht so einfach reinstürmen werden. Hier bauen wir noch ein Türmchen. Hier haben wir eine Burg. So wie ihr seht, die ist jetzt gerade fertig geworden sogar. Da werden jetzt ein paar Soldaten einsiedeln. Und dann auch später hoffentlich mit kräftig viel Gold ausgerichtet sein. Das wäre natürlich mein größter Traum. Wir haben gebaut schon mal eine Waffenschmiede, schon mal gebaut eine Eisenschmiede. Und mir fällt gerade was ein. Wir müssen erstmal Hammer produzieren, weil ich habe keine Hämmer mehr. Witzig, ne? Oh shit, man, habe ich voll vergessen. Lass mal hier mal Normalität reinkommen. Dass der ein bisschen was zum Arbeiten hat. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ist es jetzt besetzt? Jawohl. Auch gut. Und dann hoffen wir mal, dass sie dann demnächst irgendwann mal hier den ganzen Scheiß aus dem Lager raustragen. Die Minen da unten ist immer noch Baustillstand. Klar, die warten aufs Holz. Kriegen sie jetzt auch. Hier sind jetzt viele Gebäude endlich fertiggestellt. Das hier auch schon. Der wartet auf Nahrung. Sollten wir dem vielleicht noch ein bisschen liefern? Irgendwie. Müssten wir vielleicht hier noch ein Fischerhütchen hinbauen nochmal. Werden wir auch machen. So. Gebäude besetzt. Ah, sehr schön. Dem hat es sogar eine Waffenschmiede am Arsch gemacht. Oh, das ist natürlich klasse hier. Ah, gut, okay. Jetzt habe ich schon gedacht, dass der... Gebäude besetzt. Jetzt wird es extrem. Haha, weil das werden sie nicht so schnell angreifen. Das ist auch ein bisschen zum Hirschützen anfangen hier oben. Weil falls sie das hier einnehmen, kann ich dann hier mit dem hier angreifen. Unser Gold muss natürlich geschützt sein. Wie gesagt, wenn wir dann mal anfangen mit abbauen. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Was sagt eigentlich die Statistik? Wo stehen wir? Okay, wir sind leicht. Landmäßig sind wir unterlegen. Militärstärke sind wir ganz unten. Das sollten wir ändern. Aber ganz schnell. Da ist noch keiner drin. Da auch nicht. Klar, mir fehlen Hämmer. Deswegen lassen wir den jetzt mal ganz normal laufen. Ich hoffe, dass er auch das Richtige produzieren wird. 20 Hammer. Er wird schon das Richtige machen. Was bauen sie jetzt hier? Ich möchte irgendwie... Es wäre natürlich toll, wenn ich hier hinkommen würde. Wenn ich hier was bauen könnte... Das wäre echt mein Traum. Deswegen machen wir gerade weiter in die Richtung. Da warten wir gar nicht lang. So. Es geht auch darum, dass ich alles hier geschützt bekomme hier rüber. Weil das ist noch ein Angriffspunkt hier, wo sie einfach reinlaufen könnten. Es ist auch direkt Grenzgebiet zu beiden. Also gefährlich. Und deshalb müssen wir das irgendwie schützen. Irgendwie. Egal was kommt. Können wir sogar einen Weg über den Berg bauen hier. Dann ist es etwas einfacher, das Material herzubekommen. Direkter, vor allen Dingen. So, und wir könnten auch noch hier von dort und von dort einen Weg ziehen. Vielleicht sogar noch von hier. Ein rüber. Geht nicht. Wieso haben wir es eigentlich nicht gleich von dort gezogen? Ach du meine Fresse. Egal. Auf jeden Fall ist es verkürzt. Ah, kriegen sie Material? Ja, endlich. Nochmal Zeit nicht, dass sie noch arbeitslos werden. Ah, okay, der hat Arbeit hier. Der Schmelzer schmelzt. Oh, es wird Goldtransport. Aus dem Lager. Sehr schön.
Ja, immer nichts zu fressen da oben. So, jetzt sieht's gut aus hier. Der kriegt Eisen. Holz. Ah, guck mal, beide Sägen werden bedient. Sehr schön. Jetzt können wir auch hier nochmal für uns ein Holzfällerhütchen aufstellen. Und hier nochmal ein Baumknutscher, wo ein bisschen was aufstellt. So. Perfekt. Jetzt müsste mit dem Holzmangel eigentlich Ruhe sein. Gut. Wunderbar. Sehr schön. Gefällt mir so, wie es jetzt läuft. Da machen wir eine Verbindung hier rüber. Einmal so, dann hier noch ein Fischerhäuschen hin und dann ist eigentlich die Welt perfekt. So, schön an die Grenze. Ich denke mal, weiter werden sie jetzt auch nicht mehr gehen. Vielleicht der hier. Ja gut, der hier könnte mir noch ein bisschen gefährlich werden. Ah, müssen wir vielleicht ein bisschen weiter zurück. Weg mit. Ich denke, die werden hier noch mal was hinbauen. Schmelzt ihr schon? Nee, aber sie bekommen. Kommt schon die erste Goldlieferung. Oh, shit. Das wird meiner Mine wehtun. Sollen wir versuchen, ob wir als erstes fertig sind? Komm, wir machen mal ein kleines Wettrennen. Weil die Mine werde ich dann sowieso verlieren, aber wir können es ja mal versuchen. Hier steht die Sägerei. Da ist noch gar kein... Ah, guck mal, die sind noch mit so vielen Baustellen beschäftigt hier. Kann sein, dass ich sogar schneller bin. Wer weiß, wer weiß. So, wir haben wieder ein großes Gebäude fertiggestellt. Okay. Hier unten sieht es gut aus. Hier sieht es natürlich auch gut aus. Der sieht sehr gut aus. Der hat was zu essen gekriegt und liefert. Jawohl. Den dürfen wir natürlich nicht hängen lassen. Der braucht noch mehr zu essen. Sobald hier mal nochmal ein Fischerhäuschen steht, wird's kriminell. So. Da sind wir auch bald in der Lage anzugreifen, so wie es aussieht. Sobald hier mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Hey, bringt, genau, wollte ich schon sagen, bringt doch schon mal Stein. Holz kommt ja dann automatisch. So. Sehr gut. Sie kommen. So, tun die schon irgendwie Gold abtransportieren? Nein. Haben sie nicht. Ich glaube, wir haben die kompletten Goldvorräte für uns. Yeah. So muss es sein. So muss es laufen. So, jetzt hier oben. Na, bis da mal einer anfängt. Ich denke, haben wir unser Material schon oben liegen. Jetzt eigentlich hier mal besetzt worden oder immer noch nicht? Oh Jungs, kommt schon. Gebäude besetzt. Yes. Oh yeah. Das ist auch voll. So, was sagt die Statistik? Jetzt müsste ich ja eigentlich langsam aber sicher
Nee, achso, ich produziere noch keine Soldaten. Deswegen bin ich noch etwas weit unten. Wird sich aber demnächst ändern. Hier oben ist auch gut. Ah, hier sieht es auch gut aus. Die kriegen immer noch kein Material. Sehr schön. Kriege ich schon was? Nee. Ich warte immer noch aufs Holz. Gold ist bald fertig. Eisen ist bald fertig. So, hier ist ein rigoroger Verkehr. Yes. Ach du Scheiße. So, ich kann mal Verbindung schaffen. Ah, auch gut. Können wir da noch zwischendrin was setzen? Hier könnten wir noch mal... Kommen wir da rüber? Ach, jetzt komm hier auf. Schade. Ja, ich hätte auch so gucken können. Klar. Kommen wir nicht weg. So, hier kommt das Material. Für die Schmelze natürlich auch. Komm, produziert noch ein bisschen Gold. Was soll das? Ah, hier liegt schon Klumpen drin. Das ist ja schon mal Vorteil. Ey, ich glaube auch nicht, dass es drauf ankommt, was man losschickt. Ich glaube eher, dass es wirklich mit Gold zu tun hat. Da kann sogar ein Gefreiter dastehen. Und so, wenn der genug Goldbarren daheim hat, dann ist es scheißegal, ob da ein Hauptmann kommt oder was weiß ich was. Vielleicht macht es minimal was aus dann in dem Moment. So, der wartet hier auf Arbeiter. Wollen wir hoffen, dass es dann demnächst... Ah, da kommt schon einer. Er braucht ja auch bald Nahrung. Was haben wir noch? 6-mal Fisch, aber super. Der hat auch wieder einen. So. Scheiße, der kriegt Material. Nein, das ist nicht gut. Wir müssen vielleicht noch einen Weg übers Wasser schaffen. Einmal so. Einmal hier ankommen. Wasserweg ist natürlich auch schnell für wichtige Rohstoffe und so. Baumaterialien und so Zeugs. Soll man direkt einen Weg hochziehen, oder? Wir können ja wieder abreißen, wenn der Weg steht. Oh, Handy! Da muss ich leider rangehen. Wir sehen uns gleich im nächsten Part. Ich mache dann gleich weiter. Bis dahin. Ciao.